Hallihallo, Hallöchen, meine lieben sammlungsfreudigen Freunde da draußen zu einer neuen Folge Pokémon Diamant, der Nuzlocke Challenge. Wie immer heiße ich euch herzlich willkommen und bedanke mich fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge, in der wir hier in Weideburg angekommen sind, in der Arena angekommen sind und diese gerade durchziehen. Ich werde jetzt mal das Pokémon wechseln. Erstmal wollte ich das Fahrrad in der Arena rausholen. Wer tut das nicht? Ich werde jetzt mal das Pokémon wechseln. Ich nehme mal die Celine nach vorne. Lass die Claudi mal ein wenig ausruhen, weil die brauchen wir bestimmt gleich noch beim Arena-Kampf. Und jetzt gucken wir uns erstmal noch den nächsten Trainerkampf an sich an. Nämlich gegen den einen Angler hier. Der hat erstmal Goldini in den Ring geschickt. Wir gehen auf eine Gigasauger-Attacke. Saugen dem Goldini an seinem Horn. Und hoffen einfach, dass es ausblutet. Sag mal, wie es ist. Ey, Celine, die holt so krass. Alter, what the hell. Er hat einfach mal einen Gyarados. Habe ich irgendwas verpasst? Das macht vor allem auch nicht mal. Das ist nicht mal sehr effektiv. Eieiei. Uiuiuiuiuiuiui. Bui. Ui, bueno. Okay, ich gehe wieder auf Claudi. Boah, Fuchtler, die macht schon, aber ist jetzt wenigstens verwirrt. Funkensprung rein da. Ja, sehr, sehr gut. Das ist immerhin sehr effektiv, weil ich glaube, Gyarados ist doch nicht vom... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Gyarados ist nicht vom Typ Wasser, sondern Flugdrache. Oder Wasserflug, irgendwie so. Ich glaube, Wasserflug. Ja, Wasserflug. So, Pokémon wechseln. Was kommt denn jetzt? Ich habe nicht geguckt. Ich habe wirklich nicht geguckt. Ja, das war sehr gut, dass ich wechselt bin. Jetzt hole ich mir mit dem Gigasauger nämlich schön Energie zurück. Weil Schmerbe ja schön doppelt ange... Ja, fressen ist gegen Celine. Oh, fast Level 30 mit Celine noch geholt. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, jetzt lasse ich hier wieder ein bisschen Wasser ab. Aber wieso? Ah, weil ich hier jetzt dann... Okay. Hä? Ach so, jetzt komme ich hier unten lang. Ach, da drüben sind auch noch Trainer. Zu dem muss ich wahrscheinlich. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie die Tosen zu See spüle ich alles in meinen Weg stehenden fort. So bin ich eben drauf. Ich bin gut drauf, bist du gut drunter? Eine Herausforderung von Matrose Toni. Ach, Toni, grüß dich. Toni Mahoney, der Matrose mit dem Schal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 as. Nett. Wir gehen erstmal auf den schönen Gigasauger. Wir saugen an Schalalalas schönen Tentakeln und holen uns Level 30. Nice. Als nächstes wird Azure kommen. Ja, was? Winger, nicht Azure. Dann Kugelsaat. Aquavelle macht ja Gott sei Dank nicht so viel. Kugelsaat wenigstens ein bisschen was. Ist normal effektiv. Wenn es fünfmal trifft, dann macht's gut Schaden. Ja, hat's immerhin. Sehr gut. Das war's mit Wingull. So, es kommt nochmal Schalalalalalalas. Auch da gehen wir nochmal auf die Kugelsaat-Attacke. Einfach ein bisschen Spaß. Ein paar Samen abfeuern, ne? Damit kennen wir uns aus. Mit Samen abfeuern. Was bin ich denn hier gerade so zweideutig? Also echt mal. Bin ja schlimm. Bin ja wirklich schlimm. So, wir haben den Weg zum Arena-Leiter geebnet. Problem ist, wir haben nicht mehr viele Elektroattacken. Haben wir nicht irgendwie... Also erstmal heile ich meine Pokémon. Wir haben sogar Top-Trank und Hypertrank dabei, okay. Äther haben wir auch schon dabei, okay. Das ist ja in Ordnung. So, wir heilen erstmal... Wir heilen erstmal alle voll. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir rein. Und ich glaube... ich gehe mit Claudi voran. In der Hoffnung, dass das passt. Legen wir los.
Willkommen. Ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann uns. Du verwendest sehr oft dann. Los, bringen wir es hinter uns. Eieieiei. Marinus, der Wellenbrecher. Ich bin gespannt auf seine Attacken und seine Pokémon. 3 Stück sind's nur, okay? Garados. Okay. Level 27 ist eigentlich in Ordnung. Ich gehe auf Funksprung. Das sollte ja sehr effektiv sein und sollte auch gut Schaden drücken. Es reicht sogar für ein One-Hit. Alles läuft nach Plan. Sehr, sehr gut. Oh, ich bin immer nervös. Ich bin immer nervös bei solchen Trainerkämpfen. Alter, es hat richtig gute Erfahrungspunkte gebracht. Morlord. Okay, jetzt wird's spannend. Weil jetzt müssen wir das Pokémon wechseln. Jetzt gehen wir auf Celine. Und jetzt muss Gigasauger ordentlich aus dem Morlord das Moor saugen. Das Geile ist, dass Morlord extrem langsam ist. Roselia extrem schnell. Das heißt, wir können zuerst angreifen. Und es ist doppelt effektiv. Ja, easy peasy, ey. Sehr, sehr geil. Das war's auch mit Morlord. So, jetzt bin ich mal gespannt auf sein drittes und letztes Pokémon. Okay. Als nächstes wird Boyelin. Ja, okay. Okay. Da hole ich Claudi nochmal rein. Hey, das da, das war eine gute Attacke. Ja, und du bist am Ass, würde ich sagen. Ich gehe jetzt hier wieder auf den Funkensprung. Sternschauer. Ja. Das sollte jetzt nicht der krasse Turnaround werden für ihn. Das sieht tatsächlich, das sieht nach einem ganz klaren Sieg aus. Also die Arena war ja überhaupt mal so gar nicht krass. Was ist denn hier los? Also die Wasserarena hatte ich schon mal sehr, sehr wesentlich schwerer in Erinnerung. Claudi erreicht Level 33, also Claudi und Celine haben das Ding hier völlig auseinandergerockt. Und wir haben damit unseren vierten Orden. Wow, 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 wow. Wie sag ich es nur? Ich will mehr. Ich will nochmal und nochmal kämpfen. Ich nicht, das war langweilig. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Ich hab den Finn... Was? Finn... Was? Finn... Orden... Was ist denn ein Fan-Orden? Ist ja nicht so, als ob man den Wellen- oder Wellenbrecher-Orden oder so nennen könnte. Nee, Fan. Was ist ein Fan? Dank des Fan-Ordens kannst du nun auch die versteckte Maschine auflockern außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team außergewöhnlich ist. Die M55 erhalten. Was ist das? Enthält die Attacke Lake? Oh! Oder Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner nur noch die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Ja, hat bei dir nicht ganz so gut funktioniert, mein Lieber. Hehehe, sorry. Sorry. Ich weiß, ich stichle schon wieder ein bisschen. Pardon. Aber ja, das war die vierte Arena. Easy peasy, lemon squeezy, ne? Gehen wir mal unsere Pokémon heilen. Und dann gucken wir mal noch hier in diesen Pokémon-Turm rein, den wir hier noch in der City haben, ne? Erstmal alles heilen hier. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Oh, kriegen alle Pflaster auf den Pokéball und dann sind sie geheilt. Tschüss. So, hier. Da waren wir noch nicht drin. Guten Tag. Kann ich einfach hoch? Kann ich. Grüße. Na? Als ich auf der Moorfläche lief, bin ich manchmal eingesunken. Ich habe voller Panik versucht, mich wieder zu befreien. Danach konnte ich vor lauter Aufregung gar keine Pokémon mehr fangen.
Sieh durch eines der Ferngläser, um über das Großmoor zu blicken. So siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo du sie findest. Hä? Ist das sowas wie die Safari-Zone? Im Großmoor gibt es eine Eierbahn. Sie bringt dich tiefer in das Gebiet hinein. Hä? Okay. Sag mir, dass ich mir das nicht einböte. Die Pokémon, die man heute im Großmoor sieht, sind anders als die gestern. What the hell? Ich gucke einfach mal rein. Ah. Molot, okay. Hut Hut, okay. Oh, das wäre cool. Glibunke wäre nice. Ich habe es mir noch nicht gemerkt, um ehrlich zu sein. Merre. Also das große Moor hier ist sowas wie die Safari-Zone. Habe ich das richtig verstanden? Kann das sein? Ich muss da wahrscheinlich eh rein, oder? Willkommen im Großmoor, dem Ort des Safari... Ja, sage ich doch, ist die Safari-Zone. Ist für eine Nuzlocke-Challenge richtig geil, Freunde, weil wir können hier nur ein Pokémon fangen. Ah, schön, aber ich muss ja komplett durch die Safari-Zone, weil es wahrscheinlich jede Menge Items gibt, die man nutzen muss. Oh, geil, da ist die VM, die ich haben wollte. Auflockern. Ja, geil, wir können schon wieder raus. Mehr muss ich ja nicht machen. Ja, okay, dann laufen wir jetzt hier durchs Großmoor. Oh, shit. Und kriegen ein Merre. Wow. Wow. Okay. Naja, nicht weiter wild. Wir haben noch kein Merre, also legen wir los und versuchen es zu kriegen. Los, Safari-Ball. Flieg und sieg. Hat nicht geklappt. Nochmal, Safari-Ball, flieg und sieg. Geil. Klasse, Mann. Merre wurde gefangen. Für Merre wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Möchtest du dem Merre einen Spitznamen geben? Jo. Merre wird die liebe Pan. Ich habe schon Gronkh, jetzt habe ich auch noch Pan. Passen auch voll gut zusammen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach du heilige Scheiße. Ja, okay. Wir kommen ja gar nicht voran. Das brauche ich. Okay, es geht jetzt also hier nur noch darum, für mich irgendwelche Items zu finden, oder? Weil Pokémon fangen geht ja schon. Hä? Ach du Scheiße. Boah, das ist ja übel anstrengend. Also es geht für mich jetzt nur darum, hier alles durchzuackern, oder? Weil ich kann ja effektiv jetzt hier nichts mehr fangen. Also gucke ich, dass ich hier die Items noch reinsammle. Gut, Freunde. Ich würde aber sagen, das mache ich tatsächlich sogar ohne euch. Weil ich glaube, so spannend ist das jetzt hier nicht, hier durchs Großmoor zu laufen. Und hier immer versuchen, ein paar Items zu fangen. Ein paar Items zu finden. Pokémon kann ich nicht fangen. Ich habe ja keine mehr. Also, ich darf ja keine mehr fangen. Weil ist ja alles die Safari-Zone quasi. Und da wir uns in der Nuzlocke-Challenge befinden, darf ich ja keine weiteren Pokémon fangen in einer Route sozusagen, weil es ist ja immer dieselbe Route. Egal welche Ebene ich mich befinde oder auf welcher Ebene ich mich befinde, ich darf hier einfach kein anderes Pokémon fangen. Von daher würde ich sagen, ich werde jetzt hier die Safari-Zone noch ein bisschen durchackern. Werde mal gucken, ob ich hier noch das ein oder andere Item vielleicht mitnehmen kann. Und danach sehen wir uns gleich wieder, ne? Am Eingang der Safari-Zone. Also bis gleich. Okay, das Großmoor habe ich hinter mir gebracht. Ich denke mal, ich habe alle Items, die man so finden konnte, die spannend und sinnvoll waren, mitgenommen. Ich hoffe, ich habe keins verpasst. Ich bin da jetzt zweimal nochmal reinspaziert und denke, dass ich alles Wichtige beisammen habe, ne? Route 212. Da ist Moor. Okay. Und jetzt? Ich habe einen Großmoor, ein seltenes Pokémon. Du musst da unbedingt auch mal hingehen. Habe ich doch schon. Habe ich doch schon, Mensch. Ich sammle erstmal wieder Bären. Nee, ich möchte nichts pflanzen. Nein, hör auf!
immer mit euren Beeren pflanzen. Ich will keine Beeren pflanzen. Ich will Beeren essen. Erdbeeren, Blaubeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren. Oh, was ist das denn? Kann ich da mit dem Fahrrad drüber fahren? Kann man da? Tatsache. Aha! Ich bin ein Genie! Und was haben wir hier? X-Spezial. Wow. Okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ich werde mein anderes Pokémon nach vorne setzen, denn ich möchte natürlich ein wenig gleichmäßig trainieren. Deshalb... Ne, warte mal, Anne. Ich nehme erstmal Stella nach vorne. Die ist nämlich aktuell noch das schwächste Pokémon in der Mannschaft. Und ich nehme an, dass wir ein Trainerkampf sein. Deshalb legen wir los. La 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 Abra. Abra, 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 Abraham. So, da gehen wir auf die Kraftwelle. Die überhaupt keinen Schaden macht. Aber Abra ist Gott sei Dank Level 19, deshalb macht es doch irgendwie Schaden. Als nächstes kommt Kadabra. Kadabra, Kadabra. Unlicht war effektiv gegen Psycho. Das heißt, Aaron kann da gut Punkte machen. Gut, hier sind so Schneider, okay. Ich will halt noch nicht unbedingt ins hohe Gras, weil... Ah, Zink gefunden. Okay, schön, cool. Ist das auch noch ein Trainer? Ja, okay. Anton. 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 Anton, Anton, Anton. Kraftwelle. Anton. Anton, nix verstehen. Anton, von nix verstehen. Geil. Okay, gut. Ich möchte ja, wie gesagt, gerade noch nicht ins hohe Gras, weil Route 212, ich glaube, wir können hier ein Pokémon fangen. Aber die Frage ist ja, ob ich auf Route 212 überhaupt noch ein Pokémon fangen darf. Kann zumindest mithalten. Ich denke nicht. Luxtra kommt. Okay. Nee, Luxio ist noch kein Luxtra. Kraftwelle, Stella. Los! Macht zwar nur normal effektiv Schaden, aber reicht vollkommen aus. Ist ja nur, dass hier die Stella ein bisschen trainiert wird. Nee. Das ist ja das Wichtige. Einfach ein bisschen trainieren. TM06 Toxin. Das ist eine starke Attacke. Boah, okay, aber ich müsste jetzt hier durchs hohe Gras oder durch den Sumpf laufen. Und die Frage ist ja, Route 212, habe ich da... Wo sehe ich denn? Achso, im Beutel. Habe ich auf Route 212 schon ein Pokémon gefangen? Es könnte nämlich sein, weil in Herzhofen waren wir schon... Es könnte tatsächlich sein. Ich werde mal Folgendes machen. Wir fliegen mal ganz kurz eben nach Herzhofen. Und ich gucke da einfach mal, ob wir, wenn wir hier nach unten gegangen sind... Wo war das denn? Hier. Route 209? Ne, wir kamen nicht runter, oder? Oder? Doch hier... 212, hier sind wir noch nie lang gegangen. Hä? Hier sind wir noch nie lang gegangen. Glaube ich. Das ist komplett neu. Wir sind ja noch nie lang gegangen. Was? Wir sind hier noch nie lang gegangen. Ich habe einfach eine komplette Route übersehen. Was habe ich nur gemacht? Auf jeden Fall können wir hier noch ein Pokémon fangen. Das steht schon mal fest. Das steht auf alle Fälle schon mal fest, dass wir hier noch ein Pokémon fangen können. Die Trainer sind ja auch übelst einfach, weil ich... Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, die Route gehe ich einfach offscreen komplett durch, oder? Weil das war es jetzt sowieso erstmal mit der Folge. Ich danke wie immer fürs Reinsehen. Ich werde die Route offscreen mal ein bisschen durchgehen.
Und wenn was Spannendes passiert, dann hole ich euch natürlich mit dazu, ja? Ansonsten sind das jetzt wahrscheinlich die einfachsten Trainerkämpfe ever, weil ich diese Route einfach mal komplett übersehen habe. Oh Mann! Naja, ist ja nicht so wild. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder, Freunde. Also bleibt schön dran, bleibt schön gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten oder nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Ich danke, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.